Jo, moin moin liebe Leute, jo, schönes Wetterchen, um hier ein bisschen Teechen zu trinken und auch Fußball zu gucken. Ja, letztes Wochenende war nicht so schön, beziehungsweise wenig erfolgreich für uns. Tja, da hatten wir drei Nieten gezogen. Was wollten wir denn da haben? Fürth gegen Bochum, das Heimteam, zwei Tore Minimum. Ja, das war wohl nix. 0 zu 1 für Bochum, auch verdient in der Form. Da habe ich ein komplett anderes Spiel erwartet und lag somit komplett daneben in meiner Analyse. Da habe ich, glaube ich, zu sehr auf die Zweitliga-Ergebnisse geguckt von den letzten Spielzeiten. Ja, andere Liga, andere Voraussetzungen, ja, und andere Tabellensituationen auf jeden Fall. Deswegen kleiner Denkfehler drin. Müssen wir aber leider auch so abhaken. Clermont gegen Lille wollten wir das Both Teams to Score haben. Fing doch eigentlich ganz gut an. Der Außenseiter, der Aufsteiger, hat das 1 zu 0 geschossen nach einer guten halben Stunde. Und dann denkt man noch 60 Minuten. Lille hat Zeit, ist der französische Meister. Aber sie haben es nicht geschafft. Es war ein 1 zu 0. Glückwunsch hier an den Aufsteiger. Die Wette war nicht so beknackt für eine 1,80 anzuspielen. Aber ja, auch ein bisschen Pech gehabt. Dann ebenfalls Pech gehabt bei Brentford gegen Chelsea. Über 2,5 Tore wollten wir da im Spiel haben. Chelsea hat den Treffer erzielt zum 1 zu 0 kurz vor der Halbzeit. War eigentlich noch ein ganz akzeptabler Zeitpunkt, aber es blieb bei diesem 0 zu 1. Brentford etliche Chancen gehabt, doch Mondi hatte was dagegen. Dreimal Aluminium. Also da war wirklich echt eine Menge Wucht und gute Stimmung da in Brentford, aber es hat nicht gereicht. Aber sie haben sich wirklich redlich bemüht. Immer wieder beeindruckend, die Jungs zu sehen, die Bees. Be welcome heißt es ja auch so schön über dem Stadion da. Ja, macht Spaß, denen zuzuschauen, aber leider keine drei Tore. Dennoch an sich das auch keine total bescheuerte Wette. Brentford hatte einen Expected Goals Wert von 1,62. Ja, hätte was passieren können. Gut, müssen wir abhaken. Haben wir drei Nieten gezogen. Der Monat jetzt bei knapp minus 35%. Da müssen wir was tun. Und ja, was machen wir in solchen Fällen gerne? Genau, wir checken mal eine Systemwette ein. Und da sind wir heute Abend hier auf der Iberischen Halbinsel komplett, beziehungsweise heute und morgen. Wir starten mit Porto gegen Milan und gehen da auf die 1 für eine 2,50. Packen dazu mindestens zwei Tore für Liverpool bei Atletico. Das gibt eine 2,30. Und die dritte Partie dann morgen über 3,5 Tore im Spiel bei Benfica gegen die Bayern. Das gibt eine 2,25. Ja, spielen wir in 7 Reihen. Ja, wer mehr darüber wissen will, warum und wie wir das genau machen, hier oben in der Infokarte gibt es einen Clip dazu. Habe ich vor einiger Zeit mal produziert und hochgestellt. Gut, warum machen wir das denn überhaupt so? Porto, ja, nahezu der ganze Kader halt steht zur Verfügung und bei Milan sieht es halt dementsprechend anders aus. Wer fehlt da alles? Sehr prominent. Stammkeeper Maignan fehlt. Dann Theo Hernandez und Florenzi weiterhin. Und Kessié im Mittelfeld. Diaz, auch sehr wichtig für Tore, fehlt dort im offensiven Mittelfeld und im Angriff Rebic. Die alle bei der Reisegruppe nicht dabei. Klar, Ibra wieder fit, aber wie fit ist er wirklich? Vielleicht wird er auch nach einer halben Stunde wieder ausgewechselt. Giroud, klar, nicht im Rhythmus, aber dennoch fit. Das sind so die Jungs, die natürlich Tore machen können. Und halt natürlich Leao als Portugiese sicherlich sehr motiviert. Aber dennoch, kein eingespieltes Team da auf dem Platz. Porto sollte diese Chance wirklich absolut nutzen, da drei Punkte einzufahren, den direkten Vergleich, ja, eine kleine Vorentscheidung dafür zu holen. Und auch eventuell noch das Weiterkommen halt weiterhin in Aussicht zu haben. Also ich denke, Porto schmeißt sich da rein, gewinnt am Ende 2-0, 2-1, 1-0. Irgendwie sowas um den Dreh ist eine Mega-Chance für die. Und wenn man halt auch nochmal auf die letzte Saison schaut, haben sie sehr, sehr gut gezockt. Also in der Vorrunde wirklich makellos von den Ergebnissen her, heim wie auswärts. Dann halt, ja, erst von Chelsea gestoppt, dann letztendlich vorher Juve rausgeworfen. Also es ist schon ein erfahrenes Team in Sachen Champions League und da fehlt es natürlich Milan halt auch noch an Erfahrung. Deswegen eine 2,50 hier auf den Heimsieg wirklich richtig gut. LFC bei Atletico. Warum das? Ja, Liverpool halt wirklich in Torlaune. Letzten Spiele immer Minimum sogar drei Tore gemacht.
Und da gibt es natürlich auch eine Vorgeschichte zu Atletico gegen Liverpool. Wir erinnern uns, eins der letzten großen Spiele vor Corona, ja, es gab eine Zeit vor Corona, das hat man verloren an der Anfield Road, ist damals rausgeflogen, also es war das Jahr, wo dann die Bayern ja den Titel geholt haben und das sitzt natürlich noch tief, beziehungsweise die Erinnerung ist präsent und ich glaube, da möchte man sich direkt in diesem Hinspiel für revanchieren, gerade weil man gut in Fahrt ist. Klar, am Wochenende spielt man auch bei Man United, aber die müssen ja auch dann morgen ran. Deswegen ja, sind ja letztendlich dieselben Verhältnisse. Kann man alles reinballern heute Abend und ich glaube, man wird Atletico richtig gut bearbeiten. Savic fehlt in der Innenverteidigung bei Atletico. Also ich glaube, da passiert schon was und zwei Tore, Salah und Co. sollten drin sein. Gute Quote dafür, finde ich. Dann, warum bei den Bayern über 3,5 Tore? Ich denke, Benfica ist erstmal in einer aussichtsreichen Position, selbst ein Tor zu erzielen. Und die Bayern nach dieser eindrucksvollen ersten Halbzeit in Leverkusen werden da ja, anknüpfen, werden es sicherlich nicht auf 5 Tore zur Halbzeit schaffen, da gehe ich mal nicht von aus. Aber es war eine ganz gute Möglichkeit, halt auch Lewandowski nach 60 Minuten am Sonntag rauszunehmen, den Davis halt ja, wegen einem Wehwehchen halt rauszunehmen vor der Halbzeit. Denke, der wird parat sein. Ja, und zudem ist natürlich das Stadion auch das Stadion der Triumphe, weil Bayern hat dort gegen PSG in Benficas Stadion halt den Titel geholt in der Champions League und halt auch dieses 8:2 gegen Barca geschafft. Da geht man doch mit einem Grinsen rein in dieses Stadion und hat richtig Bock. Benfica wird auch alles reinwerfen. Ich denke, da sind 4 Tore im Spiel drin. Ist ja auch ein besseres Wetter als hier. Deswegen sollte das schon Gaudi machen. Gut, dann haben wir für morgen noch um 18:45 Uhr die Partie Salzburg gegen Wolfsburg. Da gehen wir auf die 1 für eine 2.10, weil wir denken, die Salzburger sollten auch hier die Chance nutzen, dezimierte Wolfsburger halt wirklich ja, rund zu machen, glatt zu bügeln, eine Vorentscheidung auch hier im direkten Vergleich suchen. Auf beiden Seiten natürlich Verletzte, also halt auch Salzburg muss ein paar in der Innenverteidigung jemanden ersetzen und halt auch der Sesko fällt aus in der Offensive. Aber Adeyemi ist fit, wird sicherlich top motiviert sein gegen einen deutschen Club und wird auch vielleicht mal aus dem Spiel heraus ein Türchen finden, sonst waren es ja durchaus eher Elfmeter. Und ja, die Wolfsburger verunsichert, wirklich auswärts nicht gut. RB Salzburg wirklich daheim auch eine Macht. Zuletzt, glaube ich, verloren gegen Villarreal, die dann später ja in der Euroleague den Titel gewonnen haben. Das kann man mal beiseite schieben. Ansonsten wirklich makellose Heimbilanz. Wolfsburg zuletzt, ja, wirkt mal eine gewisse Verunsicherung. Tore schießen ist wirklich, fällt ihnen gerade schwer. Dann fehlt ja auch noch der Weghorst jetzt Corona-bedingt. Dann im Mittelfeld die Balleroberer Gilavogui und vor allen Dingen Xaver Schlager beim Ex-Club wäre wichtig gewesen. Gerhard zudem. Also ich denke, die Misere von Wolfsburg geht weiter. Salzburg sollte das nutzen und ich glaube, sie werden dieses Spiel 2:1, 2:0, 1:0 auch so in der Art gewinnen. Gut, das war es hier mit unseren Picks. Und ja, jetzt seid ihr gefragt, ihr dürft gerne natürlich eure hier unten reinballern in die Kommentarfelder. Können wir dann schön diskutieren. Und ja, Übertore kommt dann als nächstes. Wart noch auf den Jörg, der hatte dann einen kleinen Zwischenfall. Erzählt er ja vielleicht dann auch davon. Kommt heute Nachmittag. Ja, bis heute Nachmittag, würde ich mal sagen. Tschö!